Wir sind mit Kindern, wo die dunkle Welt. Servus miteinander und herzlich willkommen bei drei Bayern on Tour. Ja, jetzt ist der letzte Tag im Stubaital angebrochen und der Urlaub, der hört genauso auf, wie er angefangen hat, nämlich bewölkt und regnerisch. Trotzdem lassen wir uns da natürlich nicht davon abhalten und auch heute geht's wieder auf einen Berg. Und zwar fahren wir jetzt nach Fulpmes und da geht's dann aufs Kreuzjoch. Da oben da ist ein recht schönes Wandergebiet und Skigebiet, sogenannte Schlick 2000 und da gibt's einen wunderschönen Panoramaweg. Also wenn es schon wieder ist, ist da oben mit Sicherheit ein Traum. Wir haben heute nur leider fast überhaupt gar nichts gesehen. Aber ihr dürft uns natürlich trotzdem gern wieder begleiten. Und jetzt fahren wir miteinander aufs Kreuzjoch. Jo, ganz toll. Na, Leute. Das Kabinettale. Und heute. Was fühlt mit unserer Lieblingsbeschäftigung? Seilbahn fahren. Fahren. Jetzt fahren wir zur Mittelstation? Ja. Frohenau, da würde ich was. Da waren halt die Viecher auch oben drin waren. Ja. Jetzt sind sie noch da oben, wer weiß. Deswegen darf man es nicht, die darf man da sehen. Ja, genau. Da. Der Garten ist so viel und faul. Ja, aber zuerst kurz von China. Ja, aber ist schon. Oh, mein Nebel. Das ist der Nebel, das Nebeltal, nicht Stubaital, sondern Nebeltal. No. Kann man so sagen. Mhm. Vielleicht ist es oben ganz schön. Ja, wer weiß. Also, jetzt sind wir ganz oben, gell? Wie Sie sehen. Sehen Sie nichts? Sehen Sie schon wieder nichts. Oh, mir sehen Sie. Und ich glaube, die Sonne probiert es. Sie probiert es. Ob sie es schafft, wissen wir noch nicht. Das ist jetzt das Kreuzjoch. Und jetzt gehen wir rund um das Kreuzjoch auf den Panoramaweg. Weil wir haben unheimlich viel Panorama heute. Ein bisschen was sieht man. Aber nur ein bisschen. Ha? Wir nicht runterfallen. Wir haben gleich aufgefangen. No? Das haben sie extra für uns eingebaut. Sind wir da an dem Panoramaweg? Man sehe die verschiedenen Nebelsorten um uns herum. Das Panorama ist gigantisch. Schemenhafte Bäume. Ja, habt ihr nicht gegeben, das so, gell? Nasses Gras. Schöner Weg. Nicht auszuhalten, wenn man was sehen wird. Aber ich sehe kein Schaf. Ja, drei. Ja, stimmt, drei. Ah, stimmt, ja. Dann schleichen wir mal weiter. Wie man sieht, sieht man ein bisschen mehr. Cool. Aber mit H, neben mit zwei.
Jetzt sitzen wir heute schon wieder, gell? Naja. Da geht's nämlich richtig Pfeifkuch, Pustkeuch. Pfeifkuch, Pustkeuch. Auf. Schon wieder Regen. Das sind die Regenmäuse. Eieiei. Wegen Katzen. Stimmt. Katzen. Die Katzenmenge auf keinen Wasser nicht. Das ist ganz scharf gegangen, Leute. Da muss ich alles verdienen. Das stimmt. So ein schöner Ausblick. Ja, das stimmt, der Wahnsinn. Ja. Auf euch zwei. Nicht zum Aushalten, echt. Herr Kater. Sechs wieder zu. Danke. Der Kater mag keinen Rieg. Ich mag das auch wieder nicht. Ich mag das auch wieder nicht. Nein, nein, nein. Der Wahnsinn. So, da geht es jetzt weiter. Richtung Bergstation. Also bringen wir wieder ein bisschen. Ja, ich muss schon. Na, jetzt sind wir da am zweiten Teil vom Panoramaweg und der war richtig krass bei dem Ring wieder, muss ich echt sagen. Das war wirklich einer von die seltenen Steige, wo ich wirklich schon leicht Panik schon habe, weil das war so schwarz im Geh bei diesem regnerischen Wetter, weil alles so glatt war und auch so steil teilweise. Also das war wirklich nicht mehr so schön. Und gesehen hat man halt auch nichts, aber mei. Also wenn es wirklich schön Wetter ist, ist das ein perfekter Steig, glaube ich. Also wirklich total schön. Aber bei Ringwetter absolut nicht zum Empfehlen. Naja. So, jetzt haben wir einen ganz edlen Steig begangen. Ja, wenn sie einen Fürsprecher will, dann kann er da auch gehen. Und alles ausgewaschen, ja, also die hat er die ganze Zeit pritscht. Schaut gut aus, gell? Ja, da unten. It's wolkig hier. Und rainy. Da oben sind wir gekommen, wo die dunklen Wolken hängen. War nicht so schön. Die letzten paar Meter bis zur Bergstation hast du dann nochmal so richtig zum Schiffen angefangen. Also da haben wir wirklich bloß nur Klaffer wie die Hosen, dass wir noch rechtzeitig hinkommen, weil da hast du dann immer viel mehr gehört und nichts mehr. Das war der Wahnsinn. Wirklich war so noch das letzte Regenfinale, was wir dann an dem Tag noch gehabt haben. Was geht's? Auch alles. Jetzt hat es richtig angefangen, wenn wir da gekommen sind. Da hat es richtig angefangen. Da hat es richtig angefangen zum Schiffen jetzt. Lieber schon. Aber jetzt werden wir uns ein bisschen aufwärmen. Es ist noch Sonne da. Jetzt schaut's. Schaut's mal, es scheint die Sonne. Geh und fangst, damit es wieder los wird. Da schauen wir, wie schön die Aussicht ist.
Traum, oder? Da schaut zu mir her. Gehen wir nochmal. Nicht zum Ausdingen, wenn es schon wieder war. Jetzt müssen wir uns trocknen. Jetzt müssen wir da mitgehen, damit wir da mitschauen können. Ja, aber da ist noch neblig. Da ist es dicht wieder. Jetzt fahren wir. Das muss die Sonne am Schluss noch, dass es so geht. Ne? Aber es war Ski. Ja, Ski-Nos. Gut, wir sehen uns von unten. Vom Feinsten was. Ja. Was hast denn du getrunken? Das ist nicht mehr. Da schau an, du hast was super wieder mit uns. Das ist der Nebelkoller. Das ist ja irre, oder? Schau mal so. Kannst du dich hinauslegen, dann machst du schaust aus dem Markt. Also, das Stubaital soll ja schön sein. Bloß, wir haben nichts gesehen davon. Weil wir mit dem Nebel waren. Ich habe einen einzigen Berg, ne? Tja, so ist das. So kann es gehen. Oh, faul. Der Kater, der sitzt gerade einen neuen Mode drin. Das ist der letzte Schrei an Kopfbedeckung für den kommenden Winter. Nicht mehr. Da, der Bursche treibt den Turm schon ein. Da sind sie. Ja, und wieder unten im Tal. Okay, machen wir dann sogar noch den letzten Rest des Almabtriebs gesehen. Da haben die Kühe gerade noch an der Seilbahn vorbeigelaufen und das haben wir halt dann noch sehen können. Insgesamt war es trotzdem Ring eigentlich ein ganz schöner Tag und wir haben, wie ihr gesehen habt, eh wieder unseren Spaß gehabt. Vom Stubaital geht es jetzt wieder weiter in unser geliebtes Grödnertal nach Wolkenstein und auch da könnt ihr euch wieder auf ein paar schöne Touren freuen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, eure drei Bayern. So, servus. Servus. Ah, schaut euch den Ausblick an. Oh. Ist das ein Regenkatzenwetter und heute das schöne Wetter. Ah, ist ja klar, wir haben ja einen Wolkenstein. No, da muss es ja schön sein. Wir müssen normal Wolken sein. Okay. So schön da. Das ist einfach nicht zu toppen. Das ist das Ding, der Stern hinter uns. Ja. Und dann haben wir den Langkofel und die Sella wieder. Und hinten sind so weit. Die Schnee verschicken gibt es. Das ist einfach so. Einfach schön.